bin Marlene und ich studiere Theaterregie in Hamburg. Ich stehe hier vor dem Unsorg-Theater im Herzen der Stadt, wo ich mich gleich mit der Dramaturgin Anke Kell treffen werde. Los geht's! Gemeinsam mit meiner Kommilitonin Lucia habe ich mich auf der Straße mit Menschen unterhalten, die fast nie ins Theater gehen. Aus diesen Gesprächen sind Fragen entstanden, die wir professionellen Theatermacherinnen stellen möchten. Hi. Hallo. Hallo. Hi, ich bin Marlene. Ich bin Anke, ja. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dass du da sein dürfen. Ah ja, dann war das, ja, 15. Achso, das war nicht älter. Für kleiner noch was nun. Ah ja. Das wäre jetzt demnächst. Also, los. Junges Theater finde ich sowieso spannend. Mhm. Und genau, wir haben heute eine 16 Uhr Vorstellung und das heißt, hier sind schon die ersten Vorbereitungen im Gange und vielleicht wird es ein ganz kleines bisschen unruhig, während wir reden, aber schauen wir mal. Alles klar. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auch. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Die Theater sind ja immer noch total gut besucht. Allein in den staatlich subventionierten Theatern gehen jedes Jahr 5 Millionen Leute rein in Deutschland. Aber man kann auch nicht leugnen, dass die Zuschauerzahlen seit Jahrzehnten kontinuierlich zurückgehen. Was glaubst du, warum immer weniger Leute ins Theater gehen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube ja, dass ich gehe jetzt mal einfach nur von Hamburg aus, weil ich ja hier die Hamburger Szene schon seit vielen Jahren beobachte. Das Angebot ist wahnsinnig groß geworden. Und ich habe das Gefühl, dass es in der Gesellschaft so eine Art Rhythmus gibt oder eine Art Energie gibt, die sagt, es ist so viel zu tun, ich habe so viel zu tun, ich muss mich für total viel entscheiden. Und dass dann die Entscheidung, ich gehe ins Theater oder ich gehe vielleicht 2-mal im Monat ins Theater oder 3-mal im Monat, weil ich es toll finde, viel schwerer fällt, als zu sagen, ich muss auf jeden Fall die verschiedenen Angebote bedienen, die diese Stadt bietet. Nämlich, ich gehe ins Theater, ich muss dann auch noch Yoga machen und dann muss ich auch noch in eine Sportveranstaltung und zu einem großen Konzert. Dass es eine Mischung aus Angebot, also Komplexität des Angebots geworden ist und eben dieser Grundenergie, es gibt so viel, was ich eigentlich mitkriegen muss von dieser Welt und von diesem Angebot und ich muss meine Entscheidungen wohl überlegt treffen und möglichst vielseitig. Das glaube ich, ja. Du bist ja Dramaturgin an der Studiobühne vom Unsorg-Theater. Welche Funktion erfüllt denn diese Bühne in der Stadt? Ich bin ja für das sogenannte junge Theater hier zuständig am Unsorg-Theater, also die junge Bühne vom Unsorg-Theater. Und die Aufgabe des Unsorg-Theaters insgesamt ist, die plattdeutsche Sprache zu pflegen, ganz klar. Das ist der Bildungsauftrag, kann man so sagen. Und die junge Bühne hat den Auftrag, die plattdeutsche Sprache den jüngeren Menschen näher zu bringen, also denjenigen, die sie noch nicht sprechen und die sich vielleicht dafür interessieren als ein typisches Charakteristikum für Hamburg. Wir sagen im Theater eigentlich ganz oft, wenn wir eine große Gruppe ansprechen, dann freuen wir uns, wenn 3% dann wirklich auch darauf reagieren. Also man muss mit dieser geringen Quote leben können. Und da kommen wir wieder auf die erste Frage auch zurück. Also was macht Theater eigentlich außergewöhnlich? Tatsächlich sind wir dann schon glücklich. Also wenn die Begeisterung so groß ist, dass man sagt, man macht sich auf den Weg, ohne Hürden hierher zu kommen und sich eben ein Stück anzuschauen und dafür auch Geld zu bezahlen, eher als dass man nach Hause fährt, sich ein Getränk seiner Wahl aus dem Kühlschrank holt und eben schaut, was online irgendwie so zu schauen ist. Das ist ja die Konkurrenz. Also davon reden ja immer alle. Das ist ja nicht nur die Konkurrenz fürs Theater, sondern eben auch für ganz andere Einrichtungen. Statistisch gesehen gehen ja auch genau nur 2% der Bevölkerung ins Theater. Wie geht man damit um, dass einfach weite Teile der Bevölkerung überhaupt nie Publikum sind? Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so... Ich glaube gar nicht, dass das so ein neues Phänomen ist. Aber tatsächlich glaube ich, bei den ganzen Schwerpunkten, die man sich so setzt im Leben, ist vielleicht wirklich dann die Schnittmenge mit denjenigen, die sich für Theater interessieren, dann doch geringer als denjenigen, die sich vielleicht für große Sportereignisse interessieren. Ich glaube, es ist gut zu vermitteln, dass es Theater gibt und dass Theater etwas Tolles anbieten kann und es gehört sozusagen zu einer kulturellen Grundausbildung dazu. Aber wenn man sich dann bewusst nicht für Theater entscheidet, dann ist das auch normal. Aber es ist gut zu wissen, dass es gibt. Was ist es denn, was das Theater anzubieten hat?
Die darstellenden Künste sind aus meiner Sicht einzigartig im Vergleich zu erstmal überhaupt zu reproduzierbaren Künsten, also etwas, was man aufnehmen kann und immer wieder neu abspielen kann. Das ist ja das, wovon man immer spricht, von diesem Live-Erlebnis im Theater. Das ist nur eine Sache, die es auszeichnet. Das bieten andere Künste auch an. Allerdings kommen selten so viele Künste zusammen wie beim Theater. Also wir haben zum einen eben einfach das Schauspiel, wir haben Literatur, wir haben bildende Kunst oder wenn man so will, sogar Architektur, Musik, Tanz. Es kommt so viel zusammen im Theater als Gesamtkunstwerk, dass ich eigentlich nichts Vergleichbares kenne. Und gleichzeitig setzt sich Theater in einer Sprache, die wir verstehen, mit unserer Realität und unserer Gegenwart direkt und konkret auseinander, indem dort Menschen auf der Bühne stehen, die für uns Geschichten erleben und durchleben und erleiden oder eben auch Geschichten, die glücklich machen können. Und das tun sie für uns und wir können daran Anteil nehmen. Das ist für mich sowas Besonderes, sowas gibt es eigentlich nicht nochmal. Also außer im Film vielleicht, aber das ist ja sozusagen nicht dann das Live-Erlebnis und hat eben nicht so diese direkte Anknüpfung an die Realität, die wir erleben, wie Theater. Wir sind auf die Straße gegangen, hier im Zentrum von Hamburg und haben uns da mit Passanten unterhalten, die meistens nicht ins Theater gehen oder sehr, sehr selten. Und da wurde uns viel entgegnet auf die Frage, wieso das so ist, dass sie das Gefühl haben, dass Theater sehr schwer ist und sehr auch irgendwie belastend und so, und dass man erstmal ein Reklamheft gelesen haben muss oder sich groß eingelesen haben muss, damit man überhaupt irgendwas damit anfangen kann. Das ist ein Motivationshemmer, ohne Frage. Glaubst du, dass Theater mehr Spaß machen muss? ja, ich glaube, Theater sollte Spaß machen. Wobei Spaß ist die Frage, ist das immer, dass man die ganze Zeit immer nur zum Lachen animiert wird oder heißt Spaß vielleicht auch eine Elektrisierung, die man erfährt, also dadurch, dass, was man sieht. Oder vielleicht auch ein intensiver Gefühlszustand, den man erlebt, dank der Vorstellung. Ich habe zum Beispiel gestern Abend ein Stück gesehen, das wirklich nicht lustig war, aber es hat mich so tief ergriffen und tatsächlich elektrisiert. Also ich hatte das Gefühl, dass mein ganzer Körper irgendwie so komisch vibriert danach, weil es so sinnlich war, dass ich dachte, ja, Spaß ist vielleicht ein irreführendes Wort, aber es sollte auf jeden Fall anregen. Das finde ich wichtig, ja. Denkst du, Theater wird mal wieder in sein? Ja, hoffentlich. Wird es in sein? Vielleicht sogar ja. Also vielleicht, wenn irgendwann tatsächlich so eine Art Überdruss da ist, sich mit Interfaces zu befassen oder mit Medien zu befassen, die zwischen mir und dem Erlebnis stehen. Vielleicht gibt es irgendwann so eine Art Überdruss und dann ist das Theater immer noch da, wo eben nichts mehr dazwischen steht, außer die vierte Wand. und das Erlebnis einfach viel direkter und konkreter ist. Ja. Anke, das klingt alles sehr optimistisch. Ich finde das super. Was wir jetzt machen sollten, ist, finde ich, dass wir raus auf die Straße gehen, raus aus der Komfortzone und gucken, ob wir Passanten mit denselben Argumenten überzeugen können, heute Abend ins Theater zu kommen. Entschuldigung. Hallo. Okay. Hallo. Hallo, Entschuldigung. Hast du einen kurzen Moment Zeit für uns? Okay, alles klar. Ciao, danke. Darf ich eine Frage stellen? Schön. Gehen Sie manchmal ins Theater? Ja. In was für ein Theater? In was für ein Theater gehe ich? Jetzt muss ich schnell antworten, ne? Ich gehe in ganz viel Theater. Ich gehe nicht zu Theater, ins Theater, ja. Bin kein Fan, sozusagen. Lieber ins Kino. You've never gone to a theater? No, no, no. So you're not interested in acting or seeing actors? I'm interested, but I've not been to theater before. Eigentlich mag ich Theater, aber ist nicht so meine Zielgruppe. Also ich bin da nicht so mit den Menschen unterwegs, die ins Theater gehen. Ja, alle drei Jahre vielleicht mal, alle Schaltjahre. Also ich mach's jetzt nicht selber gerne, aber find's schon spannend, es mal zu gucken, ja. Ja, ich hatte 25 Jahre ein Abo bei der Volksbühne in Hamburg und bin in fast allen Theatern in Hamburg gewesen, also allen gängigen. Also ich war gerade tatsächlich am
Freitag, Samstag, am letzten Samstag mit meiner Familie im Theater. Und wir haben halt einige Freunde, die halt selber Theater spielen. Dadurch ist man dann so ein bisschen mehr so, dass man zu irgendwelchen Veranstaltungen mit hingeht. Was müsste passieren, damit Sie heute Abend ins Ohnsorgtheater gehen? Was müssten wir Ihnen dafür anbieten? Ich müsste das Gefühl haben, dass da so voll was aktuell Relevantes los ist. Mich müsste jemand einladen. Nicht so zu den modernen Theatern, sondern eher, wo wirklich was gespielt wird, eine kleine Geschichte, sowas mag ich dann schon. Also ich bin immer jedes Mal verliebt in irgendwelche Schauspieler. Das passiert mir jedes Mal. Was muss dann passieren, damit Sie ins Theater gehen? Puh, Gott, gar nicht viel eigentlich. Das fehlt an Gelegenheiten, sag ich mal so. Aber das ist ja irre. Also wenn du sagst, dass du dich verliebst, dann ist das ja eine extreme Erfahrung eigentlich im Theater. Das ist total schön. Ich mache das viel zu wenig, aber ich bin ja noch jung. Also ich habe keine Meinung da. Einfach finde vielleicht zu langweilig. Man kommt nicht drauf, sagen wir so. Man kennt das Programm nicht und man ist halt Kulturmuffel, ne? Würden Sie auch mal ganz spontan ins Theater gehen, weil Sie einfach gerade Lust drauf haben, oder müssen Sie das langfristig planen? Wir beide sind völlig spontan. Ich würde sofort ins Theater gehen. Was würde dich reinlocken ins Theater? Puh, schwierig zu vorstellen, ne? Keine Ahnung, mehr Action oder so. Würdet ihr euch ein Stück auf Plattdeutsch angucken? Ja, ich denke, ja, würde ich. When have you been to a theater the last time? 10 years ago maybe? The good thing about theater is it's life. It's like real people doing real things for you in real time. Yeah, that's great, yeah. Yeah, it's like live performance. So maybe you should try and go there. Maybe another time. Yeah, I'll come now, yeah. Definitely. You promise? Yeah, I promise, yeah. Nice. Kann ich Sie rekrutieren, dass Sie einfach mal wieder ins Ohnsorgtheater gehen? Ach Gott, ja, warum nicht? Setzen wir Sie hier unter Druck? Irgendwie, ja. Kommt völlig unerwartet. Ja. Nee, aber gut, sollte man mal machen, finde ich auch. Ist eine gute Sache. Theater ist jedes Mal, wenn man es denn mal schafft, sagt man toll, sollte man öfter machen. Ne? Das stimmt schon, ja. So, Anke, was sagst du dazu, was wir gerade erlebt haben? Also ich freue mich ja sehr, dass grundsätzlich eigentlich fast alle total aufgeschlossen waren gegenüber Theater und sich ganz schnell überzeugen ließen, demnächst einen Termin zu suchen, mal wieder ins Theater zu gehen. Das fand ich toll. Überraschend. Ich würde behaupten, die Hälfte hat ein bisschen geflunkert, um sich hier auch wieder rauszueisen. Aber trotzdem fand ich auch, dass die Leute wahnsinnig offen waren. Und das ist doch eine total gute Bilanz, oder? Ja, auf jeden Fall. Also dann wollen wir mal hoffen, dass es irgendwas hinterlässt, unsere kleine Öffentlichkeitsarbeit hier. So müsste Öffentlichkeitsarbeit aussehen, ne? Effiziente. Ja, gut, aber es ist natürlich auch ganz schön aufwendig. Aber trotzdem ist es schön zu sehen, dass Theater als Kunstform den Leuten nicht total fremd ist, sondern dass sie eigentlich, wenn sie es hören, auch wieder aufmerksam werden und überlegen, stimmt, da war ja mal was. Und das ist ja vielleicht auch, ja, ist vielleicht gut, das zu wissen, dass es so ist. Und mit diesen hoffnungsvollen Worten, ciao, ciao.